numbers as this coronavirus spreads. More than 160,000 cases in the United States. Nous sommes en guerre. Die Welt ist viel ruhiger geworden. Vor der Zeit wie vor dem Virus ist jeder Mensch gleich. Aber Menschen gehen unterschiedlich damit um. Eine schmerzhafte Erfahrung hat uns geholfen, eine solide Grundlage zu bauen. Die Erkenntnis der eigenen Grenzen hilft uns, den Weitblick zu schärfen. Trotz begrenzter Ressourcen sind wir ständig auf der Suche nach Gleichgewicht. Ehrliche Menschen sind mutiger als jene, die sich selbst betrügen. Wir beschränken uns, um das Leben anderer zu schützen. Selbst ohne Vorschriften halten wir einen angemessenen Abstand. Mit unserer Selbstdisziplin drücken wir Respekt aus. Wir legen Mindestanforderungen fest, um das normale Leben sicherzustellen und uns gegenseitig zu schützen. Unter dem täglichen Rhythmus versteckt sich der Herzschlag unserer Mission. Verantwortungsbewusst verbergen wir unser Gesicht, da wir füreinander fühlen. Unser neues Erscheinungsbild macht uns ähnlicher und erleichtert es uns, gute Absichten wahrzunehmen. Bleiben Sie gesund, sagen wir, und betonen damit den unermüdlichen Einsatz so vieler Menschen. Unbeachtet leisten wir still und leise unseren Beitrag. Dann stellen wir uns gemeinsam unseren Ängsten und schaffen dadurch noch mehr Mut. Wir verbinden all unsere Fähigkeiten und machen möglich, was bisher noch nie getan wurde. Wir lassen nichts unversucht, um Sie nach Hause zu bringen. Wir zeigen unsere Schwächen, wir begrüßen jede Hilfe, die wir bekommen können und helfen anderen, so gut wir können. Wir verwerfen Vorurteile und arbeiten mit gezielter Richtung zusammen. Erhobenen Hauptes schrecken wir nicht zurück, an vorderster Front zu stehen. Unsere Fürsorge erreicht sie, wo immer sie sind. Mehr Geduld fördert das Zusammenleben. Wir begegnen Herausforderungen und gleichzeitig verbessern wir uns. Daher können wir uns auf einen Morgen freuen. Wir kehren in unser liebevolles Zuhause zurück und sind bereits entschlossen für die nächste Abreise. Die Epidemie führte zu einem neuen Blick auf Distanz. Wir standen zwar voneinander entfernt, aber wir kamen uns im Herzen näher. Auf dem Weg zur Gesundheit soll niemand zurückgelassen werden. Wenn man sich einsam und hilflos fühlt, bekommt man doch Aufmunterung. Einigkeit ist der einzige Weg, um die Welt zu schützen. But we're going to follow pretty closely the Taiwanese model. There are countries like Taiwan who are exemplary. In Taiwan. Corona-Krise besonders bewiesen.
Taiwan. Taiwan's role as an observer in World Health Assembly meetings is in the best interest of the international. In 2003, Taiwan faced SARS alone. This time, Taiwan chooses to stand with the world in the face of coronavirus pandemic. No one can isolate a friend who truly wants to help. As we seek to achieve health for all, Taiwan can help, and Taiwan is helping.